So, hallo, hier hat sich gerade beim Beenden jemand reingebeamt. Den knallen wir natürlich jetzt gleich mal ab. Der war zum Glück ganz brav. Ach Mann. Also manchmal sind diese Dinger echt nervig. So, das heißt, ich muss jetzt hier hin und darüber. Weil ich da runter und dann da hinten hoch will. Alles klar. So, Dille. Also, für die, die es nicht mitgekriegt haben, was wir zurzeit machen, ist, wir müssen jetzt alle Karten perfekt bereinigen, damit wir überhaupt weiterspielen können. Damit wir quasi für Galdorf den letzten Kampf haben. Damit wir quasi mit Galdorf den letzten Kampf bestreiten können. So. So, und es müsste jetzt da eigentlich da oben sein, genau. Das heißt, ich kann mich jetzt hier einfach ganz entspannt ausruhen, Teleporter anschmeißen, da hochflitzen und euch einfach mit einem Schuss töten, den Mia retten und damit müsste eigentlich die Karte erledigt sein. Wunderbar. Perfekt. Hab nicht gedacht, dass es so schnell geht jetzt auf einmal in dieser Folge. Karte ist perfekt bereinigt, damit ist sie auch wieder von der Karte weg. Die Karte ist von der Karte weg. Der Level ist von der Karte weg. Karte ist perfekt bereinigt. Und wir können den nächsten spielen. In der Höhlennetzwerk Teil 2. Habe ich denn nicht gerade gespielt? Info? Ich bin verwirrt. Aber ist ja auch egal. Okay, hier müssen wir noch 3 Mias retten und 5 Kristallscherben finden. Das machen wir doch gleich. So. Wir haben den Schlüssel wieder aufgenommen. So. Jetzt ist natürlich die magische Frage, wo sind die nächsten Mias? Die einen sind da oben, die anderen sind da. Da hinten geht es nicht weiter. Das heißt, ich muss eh da hoch flitzen. So, dann flitzen wir da hoch. Wo geht's hier weiter? Nach rechts, sagt er. Dann gehen wir nochmal nach rechts. Okay, nach rechts oben, hat er gesagt. So, das war die Geschichte. Da. Ah. Ah, ich erwische gerade die ganze Zeit den falschen Knopf. Das ist. Ah, jetzt flitzt schon. Ah. Komm, Fifi. Komm zu Papa. Ach nö, nicht Granaten. Na egal. Und ich habe mir schon wieder Granaten geholt. Gimli. Also hier retten wir gerade Zwerge. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob Gimli von Herr der Ringe oder der kleine Hobbit ist. Beide gelesen. Allerdings ist das schon Jahre her. Da hatte das noch nichts mit dem Film zu tun. Da war ich gerade 12 oder sowas. Also gestern. Gut. Das ist diese Geschichte. Mias, wir brauchen noch einen. Machen wir das doch. Flitz, komm.
Fla, 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 flitz. Bam. Ah, hier geht's gar nicht raus. Hier geht's gar nicht raus. Ah, da unten. Habe ich jetzt 2 goldene Schlüssel? Ja, ich habe jetzt 2 goldene. Bronzene, nicht goldene. Ging's nicht da hinten irgendwie runter? Irgendwo ging's doch runter. Fifi, komm her. Wuff, wuff. So, Dalle. Haben wir ein bisschen Items aufgenommen. Ist ja auch nicht schlecht, auch nicht verkehrt. Da ging's runter, genau. Aber ich glaube, das hat mich nicht wirklich weitergebracht. Genau, aber es, ja. Da Ausgang, da will ich nicht hin, also will ich da oben lang. Bam, bam, bam. Bam, bam. Wieso schmeiße ich eigentlich mein Jetpack nicht an? Das ist ein guter Einwand. Vermutlich, weil ich einfach zu faul bin. So, die waren da unten. 1, 2, 3. Zack, zack. Damit habe ich alle Mias. Hier muss ich ja... Ach, nee. Ach, doch. War das hier? Nee, das war doch die Geschichte mit den ich schmeiß Granaten rein bis zum Anfang. Ja, genau. Das war die Sache. Da sollte ich auch nicht oben reinfliegen, weil sonst komme ich nie wieder raus. Deswegen. Gegenstände habe ich keine mehr, doch. Das Zahnrad reicht. Ja, ich habe überhaupt keinen Plan mehr, wo das Zahnrad ist. Das ist mir jetzt aber eigentlich auch egal, weil unten rechts gibt es weitere Gegenstände. Also da die Kristallscherben. Ah, ich schmeiße mich jetzt einfach mal runter. Ah, Pflatsch. Brettgun. Piu. Wieso habe ich denn das gemacht? Egal. So. Ja, hier haben wir den Schalter betätigt. Hier ist eigentlich alles in Ordnung. So. Nein, Karte. Immer noch unten rechts. Bam, bam. Boah, heute ist wieder warm. Hey, das ist unglaublich. So. Klick. Ah. Ah. Gut. Ich glaube, die Geschichte war einfach die Sache, dass ich damals die Wasserlunge noch nicht hatte. Genau. Deswegen konnte ich den Spaß hier nicht machen. So. Nein, will ich nicht. So, hier gibt es Kristallscherben, da geht die Tür auf, da gibt es Kristallscherben und damit habe ich alles erledigt. Tadam! So, das waren jetzt 5,5 Minuten gespielt. Etwa 7 Minuten Video, das ist toll. Dann... doch gleich wieder weiter. Gut. Was haben wir hier? Graslandschaften 2. Ja. Ja. Hm. Hm, ja. Graslandschaften 2.
Ja, die sind jetzt als nächstes drin. Das ist einfach so. So. Info, hier brauchen wir noch 6 Mias. Noch, oh je. Noch 6 Machine Gun. Drohnen und noch 5 Satellitenschüsseln, die wir zerstören sollen. Ja, dann geben wir uns doch mal einfach Mühe. Ach, das ist die. Ja, klar. Ja, zum Glück dreht er sich nicht um mich. Ach, Quatschikowski. Ja, ha, ha, ha. Das war diese Falle, die ich ausgeschalten habe. Oh, Mann, 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 Mann. Gut. Oder nicht. So, wollte schon immer mal frei voll. So. So, wo sind denn die Mias? Da oben sind welche. Okay, was habe ich eigentlich an Gegenständen? An Gegenständen habe ich gar nichts. Heißt, ich muss erstmal auf Gegenstand Hatz gehen. So, hier hochflüchten. Ah, ja. Nein, Ruhe, Ruhe. Ah. Gewehr. Kommt gleich der Lift runter. Und da oben gibt es Kirschen. Die nehme ich doch mit. So. Ah ja. Da wo rot ist, sind Gegner, die ich noch besiegen, genau. Besiegen soll. So. Bam. Gut. Maxim und Leroy. Leroy Jenkins. Oder so. Bam. Bam. So, auf dieser Höhe. Allerdings gibt es hier unten auch gleich schon einen Mia. Den nehme ich doch mit. Dim. Ich find's witzig, dass ich runter wesentlich langsamer schwimme als hoch. Marshall. Ah, da unten ist auch hier ein Maschinengewehrdrohnen-Typi. Das wollte ich nicht. Komm runter. Komm her. So, dann geht's hier wieder hoch. Bam. Hey, da war doch noch mal einer, oder? Waren da nicht? Nein. So, Küssen, genau, küstentechnisch bin ich ausgestattet. Okay, es geht darüber. Bam. Da bin ich in der Wand. Ah, da. Wie viele Satellitenschüssel muss ich noch? Eine. Gut. Hätte mich auch gewundert, wenn jetzt hier wegen Pfeil und so, ne? So. Christina? Na, der helfe ich doch gern.
Dabei weiß ich gerade gar nicht, welche Christina das sein soll. Aber, ja. So, Dele. Das heißt, da kann ich auch rüberflitzen. So, da unten müsst ja Säure sein. Oder so. So, deswegen flitzen wir da einfach mal zurück. Gucken wieder auf die Karte. Und einfach auf dieser Höhe zurückflitzen. So. Immer weiter zurück. Ist schon richtig hier, hä? Sagen sie zumindest. Gut. Noch weiter. Immer weiter nach links. Bam, bam, bam. Ja. So. Na, dann schmeißen wir mal einen Turbo an. 21, 22, 23, 24 und fallen. Ah. Cool, der Schlüssel ist da direkt oben drauf. So, den goldenen Schlüssel habe ich jetzt. Das heißt, ich kann da rein und den helfen. Gut, und jetzt muss ich eigentlich bloß noch... So ein paar Roboter-Typis töten. Wenn mir denn welche über den Weg laufen. Das wird das schwierigere Teil. Weil die müssen jetzt natürlich spawnen. War jetzt auch sehr clever, dass ich da die Pistole aufgenommen habe, aber egal. Gut. Ja. Wenn uns gerade so langweilig ist, hüpfen wir einfach in die Lava. In das Gift. Nehmen hier wieder ein paar Kirschen auf. So, es ist wirklich nur noch... Entschuldigung. Wieder in mein Mikro gekommen. Drei dieser Drohnen. Da ich das aber ziehen kann und wir schon wieder über der Zeit sind, verabschiede ich mich von euch für heute. Wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal.